Hallöchen miteinander. Falls ihr euch fragen solltet, ob irgendwas anders an meinem Gesicht ist, ich trage tatsächlich falsche Wimpern. Ich habe heute ein Make-up-Tutorial für euch. Und zwar zeige ich euch einen etwas aufwendigeren Ausgeh-Look, den ich mit den neuen Catrice-Sachen geschminkt habe. Zumindest zu einem großen Teil. Also, das erste, was ich heute verwendet habe, ist die Fit Me Foundation in Flüssig von Maybelline gewesen. Es kommt noch eine viel ausführlichere Review zu der Foundation und zu der Stick Foundation. Ich finde, die Deckkraft ist mittelstark ungefähr. Sie lässt sich relativ einfach mit den Fingern verblenden. Das Ganze habe ich mit einem Puder von Chanel gesettet. Das ist das Poudre Universelle Compact. Und jetzt kommen wir auch schon zu den spannenden Sachen, und zwar zu dem neuen Sortiment von Catrice. Ich habe diese Palette hier von Lidschatten benutzt. Ich habe mich durch alle vier Farben durchgearbeitet. Ich habe angefangen mit der kleinen blauen hier oben, habe die aufs gesamte bewegliche Lid aufgetragen. Dann kam die grüne Farbe und die habe ich mit diesem Smoky Eyes Pinsel aufgetragen. Ich habe sie vor allem im Innenwinkel bis zur Mitte ungefähr des Lids aufgetragen. Und dann habe ich diese ganz dunkle Farbe genommen und habe die praktisch in der zweiten Hälfte auf dem Lid aufgetragen, und zwar auf diesem äußeren Winkel. Sehr schön pigmentiert, finde ich. Also, wie gesagt, man muss halt immer bei solchen Produkten, finde ich, irgendwo noch im Hinterkopf behalten, dass das sehr günstige Drogerieprodukte sind. Und die Palette hat nicht mal 4 Euro gekostet. Gleiches gilt auch für den Pinsel. Er fühlt sich ganz gut an, er fühlt sich weich an. Man merkt, es ist nicht die allerbeste Verarbeitung. Es ist nicht das allerbeste High-End-Produkt, das man halt finden wird. Aber es erfüllt seinen Zweck. Die hellste Farbe habe ich als Highlighter benutzt und unter der Augenbraue aufgetragen. Also ich denke, viele von euch kennen ja die Catrice Lidschatten. Und wenn ihr die so in der Regel mögt, dann denke ich, werdet ihr auch zufrieden mit dieser Viererpalette sein. Wenn ihr eher so Anti-Catrice Lidschatten seid, dann rate ich euch davon ab. Als nächstes habe ich Eyeliner aufgetragen. Catrice ist jetzt mit einem neuen wasserfesten Eyeliner-Pen rausgekommen. Und ich habe damit so ein bisschen ein ähnliches Problem wie mit dem Essence Eyeliner, den ich euch schon letztens gezeigt habe. Die Farbe ist einfach nicht satt genug. Also man muss echt wieder immer wieder und immer wieder über den Lidstrich gehen, damit die Farbe richtig satt schwarz wird. Wenn ihr zum Beispiel so einen Superliner von L'Oreal kauft, die kosten vielleicht das Doppelte, dann bekommt ihr einfach ein so viel besseres Produkt. Und qualitativ, finde ich, sind die einfach zwei verschiedene Welten. Als nächster Schritt kam natürlich Mascara, und zwar habe ich die Glamour Doll Curl and Volume Mascara benutzt. Ich glaube, das ist so eines von den Produkten, auf das die allermeisten von euch gewartet haben und schon total gespannt sind. Ich bin leider ein kleines bisschen enttäuscht von der Mascara. Ich habe einfach das Gefühl, die Mascara verklumpt ein bisschen schnell und sie gibt jetzt nicht ganz so viel Volumen und ganz so viel Länge, wie ich es mir halt wünsche. Dann habe ich das Catrice Sun Glow Shimmering Bronzer Puder benutzt, und das sieht so aus. Das ist ja eines von diesen Produkten, das ich von der Verpackung super schön fand. Die Farbe ist toll, und das Gute daran ist, es sind zwei Farben hier drin. Das heißt, man kann sich wirklich seinen Ton ganz gut zusammenmischen. Schimmert wirklich nur leicht, also es ist jetzt kein Disco-Kugel-Glitzer oder so, überhaupt nicht. Und im Moment trage ich ganz gerne einfach nur Bronzer ohne irgendeinen Rouge, und da eignet sich dieses hier, finde ich, richtig gut. Und ich habe den Bronzer mit einem Pinsel aufgetragen, von dem ich immer noch nicht weiß, ob der jetzt neu im Sortiment ist oder nicht. Habe ich auch von der lieben Nancy bekommen, und zwar ist das diese Powder Brush. Fühlt sich super schön an, also ist sehr weich, sind natürlich synthetische kleine Härchen hier. Ist okay, erfüllt seinen Zweck, also es gibt sehr viel bessere Pinsel, aber falls ihr keine Lust habt, 20 Euro für einen Pinsel auszugeben, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich finde auch ganz cool, dass der Pinsel so von der Seite ein bisschen schmaler ist. Ich finde, dadurch eignet er sich eben auch ganz gut, um nicht nur Puder aufzutragen, sondern sowas wie Bronzer. Also wirklich, um konturieren zu können. Für die Lippen habe ich am Ende das Infinite Shine Lip Gloss in der Farbe 150 Pink Twice verwendet. Und das ist mittlerweile von den ganzen Produkten, die ich bekommen habe, vielleicht nicht mein Lieblingsprodukt, aber es ist auf jeden Fall in den Top 3. Ich trage heute keinen Lippenstift unter dem Lipgloss, es ist wirklich einfach nur dieses eine Produkt. Hierbei bekommt ihr echt genau das, was ihr in der Verpackung seht. Also es ist jetzt bisher die einzige Farbe, die ich von diesen Lipglosses, was auch immer, ausprobiert habe. Aber das ist nicht die letzte Farbe, die ich mir gekauft habe. Okay, und dann kommen wir als letztes zu dem, was sich auf meinen Wimpern befindet. Ich muss zu dem Ganzen sagen, das ist das zweite Mal in meinem Leben überhaupt, dass ich falsche Wimpern aufgetragen habe. Und das hat auch einen Grund, weil es einfach nicht meins ist. Also ich muss es ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich mich so in der Kamera sehe, ich kann mich einfach an den Anblick nicht so sehr gewöhnen. Und je nachdem, ob ihr jetzt halt von oben oder von unten drauf schaut, sieht es schon extrem unnatürlich aus. Also man sieht bei den Wimpern von Catrice wirklich, gerade bei diesen langen Wimpern, es gibt ja jetzt auch so Individual Lashes,
dass es halt einfach falsche Wimpern sind. Und ich denke, wenn man jetzt abends weggeht und sowieso auf falsche Wimpern steht, dann ist das wirklich cool, weil sogar so ein falscher Wimpernidiot wie ich es geschafft hat, sie aufzutragen. Ich habe das Gefühl, der Kleber ist wirklich ganz gut. Der trocknet so richtig leuchtend blau auf den Wimpern. Also man sieht ganz gut, wo man den Kleber gerade aufgetragen hat. Und dann steht auf der Verpackung drauf, dass man den so ein bisschen antrocknen lassen soll, so 30 Sekunden lang. Habe ich auch gemacht, weil der Kleber dann halt so ein bisschen weniger flüssig wird und dann lassen sich die Wimpern leichter auftragen. Hat funktioniert. Also als ich das beim zweiten Auge gemacht habe, hat es sogar ein bisschen schneller und besser funktioniert als beim ersten. Der Kleber trocknet absolut durchsichtig. Naja, ihr seht ja von oben, es sieht halt wirklich nach falschen Wimpern aus. Was ich aber machen werde in Zukunft, ich werde mir noch diese einzelnen Wimpern von Catrice kaufen, weil mich doch überrascht hat, wie gut die halten, wie lange die halten und dass sie sich tatsächlich leicht haben auftragen lassen. Also ich war überzeugt davon, dass ich daran scheitern werde, diese Dinger auf meine Augen zu bekommen. Und jetzt kommen noch so ein paar Produkte, die ich leider nicht geschafft habe, in dieses Video, in das ganze Make-up reinzubringen. Und deswegen kommt eine kurze, schnelle Review von den Sachen. Ich habe 3 Nagellacke hier. Und zwar einmal 53 Inner Purple of Trust, wunderschönes Lila. 54 My Apricot Party. Nein, einfach nur My Apricot, sorry. Und einer von den Crushed Crystals, und zwar 03 Shooting Star. Okay, also ich habe gedacht, ich werde diese Farbe hier am schönsten finden, dann diese und dann diese. Und es ist ganz genau andersrum. Dieses Lila finde ich wundervoll. Also es ist so ein fantastisches, sattes Lila. So eine richtig tolle, bärige Farbe, die, finde ich, auch ganz gut jetzt in die Jahreszeit passt, die zu viel Kleidung, die man vielleicht im Moment trägt, so zu dunkleren Farben, schwarz und grau, einfach wunderschön aussieht. Was My Apricot angeht, ich habe gehofft, dass der Nagellack am Ende auf den Nägeln auch wirklich so aussehen wird wie in der Verpackung. Der trocknet aber schon sehr, sehr durchsichtig, also es ist fast schon wie ein Klarlack. Und was diesen Crushed Crystals Nagellack angeht, also für mich ist das am Ende echt ein bisschen zu viel gewesen. Ich meine, man sieht eigentlich, was man bekommt. Nur ich finde, das Ergebnis ist am Ende noch pinker als in der Verpackung und dadurch, dass da halt so ganz viele Glitzerpartikel drin sind, finde ich, sieht das schon echt total extrem aus. Aber der Nagellack hält super, lässt sich natürlich dadurch, dass da viel Glitzer drin ist, nicht so gut entfernen. Ist man aber gewöhnt, denke ich, vom Glitzernagellack und die Deckkraft ist toll. Dann habe ich hier noch einen Monolidschatten und zwar die Farbe 47, nein gar nicht, 740, Nice Ice Baby. Sehr coole Farbe, um sie wieder so aufs gesamte Lid aufzutragen. Allerdings muss ich die mit irgendeiner anderen Farbe mischen, weil sie bei meinem Hautton einfach sehr, naja, so bleich macht und so kränklich aussehen lässt. Es ist halt einfach eine hellere Farbe als, ja, mein Hautton. Und sie ist so ein bisschen bläulich, ein bisschen silbrig. Dann noch Lippenprodukte. Und hier kommen jetzt wieder 2 Artikel, von denen ich grenzenlos begeistert bin. Das erste ist eines von diesen Made to Stay Smoothing Lip Polishes. Ich habe die Farbe 020 hier. Das Finish ist wirklich schön glossig, also fast schon so wie bei dem Lipgloss, das ich gerade trage. Die Farbabgabe ist gut. Was mir nicht gefällt, ist der Geruch. Ich finde, der ist extrem und aus irgendeinem Grund erinnert mich der Geruch total, aber wirklich total an irgendein Medikament, das ich mal als Kind genommen habe. Ist natürlich jetzt was sehr Persönliches. Ich wette, es gibt ganz viele Leute, denen gefällt der Geruch. Es ist so ein bisschen fruchtig, würde ich sagen. Und halt so ein bisschen medizinisch. Aber man gewöhnt sich dran und vor allem für das Ergebnis, das man mit dem Ding bekommt, ist das der Geruch auf jeden Fall wert. Allerdings hält das Ding nie im Leben 8 Stunden bei mir. Also vor allem dieses Glossige verfliegt halt relativ schnell, wenn man das Ding aufgetragen hat. Und die Farbe, also dieses etwas dunklere, das bleibt vielleicht so ein bisschen als Stain. Aber das Glossige und das wirklich Schöne, was diese Lip Cream hier oder das Lip Polish Ding ausmacht, finde ich, geht relativ schnell verloren. Also man muss es halt immer wieder nachtragen. Außerdem habe ich noch eine von den neuen Farben von diesen schwarzen Ultimate Color Lippenstiften. Und zwar 330, The Lips Are on Fire. Sehr cooles Rot-Orange. Also es geht schon wirklich sehr stark in diese orangene Richtung. Also ihr bekommt wirklich genau die Farbe, die ihr hier auch im Lippenstift seht, wenn ihr sie später auftragt. Schöne Konsistenz, weich, aber nicht zu weich. Fühlt sich relativ feuchtigkeitsspendend an und ich würde sagen, das Finish ist sogar so semi-matt. Das letzte für heute, das sind die Longlasting Lip Pencils in Wasserfest. Ich finde, sie halten gut. Ich finde nicht, dass sie besonders stark austrocknen, dafür, dass das halt so Lippenkonturenstifte sind, die wasserfest sind. Vor allem, wenn man darüber so ein kleines bisschen Lippenbalsam aufträgt,
fühlen die sich super an. Meine beiden Farben sind 130, Prince Cherry, sehr schönes klassisches Rot. Und die zweite Farbe heißt 140, Sweet Aubergine. Also das ist schon so eine etwas dunklere Farbe, die auch so ein bisschen in diese Pflaumenrichtung geht. Das war's für heute von mir. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und das Make-up ist vielleicht eine kleine Inspiration für den einen oder anderen gewesen. Das Erste, was ich jetzt machen werde, nachdem das Video vorbei ist, ich werde mir diese falschen Wimpern von den Augen reißen. Schreibt in die Kommentare, was so im Moment eure Lieblinge aus dem neuen Catrice-Sortiment sind, falls das Catrice-Sortiment überhaupt schon bei euch angekommen ist. Ich glaube, mein DM ist da relativ schnell gewesen, was das angeht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!